Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mir heute die Mühe gemacht und habe alle Gründe zusammengefasst, warum ich Alexander Van der Bellen ganz, ganz sicher nicht zum Bundespräsidenten wählen werde, warum Walter Rosenkranz mein Kandidat ist. Ja, und wenn man sich anschaut, wie Alexander Van der Bellen dieses Amt in der Vergangenheit geprägt hat, dann sieht man, dass es gleich einmal mit Pfiffen beginnt. Mehr dazu aber gleich nach dem Intro. Bevor wir mit unserer Zusammenfassung starten, noch herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten auf diesem Kanal. Wer ebenfalls informiert bleiben möchte, bitte einfach ein Gefällt mir dalassen, ein Abo klicken oder die Glocke aktivieren. Die Pfiffe, die wir jetzt gehört haben, die haben dem Herrn Bundespräsidenten im Zuge des der Eröffnung der Salzburger Festspiele gegolten. Und ja, ich denke, dass diese Pfiffe natürlich auch ihren Grund hatten. Zum einen deswegen, weil Alexander Van der Bellen diesem Corona-Regime tatenlos zugesehen hat. Nein, nicht nur das, er hat die Hofburg ja sogar zur Impfburg gemacht und hat proaktiv beim Rückbau unserer Grund- und Freiheitsrechte mitgewirkt. Und ja, das war halt das Ergebnis. Die wichtigste Information auch vorab, ich denke, dass eine vorzeitige Wahl oder Wiederwahl von Alexander Van der Bellen natürlich auch dazu führen wird, dass das Corona-Regime wieder hochgefahren wird. Wir haben ja den Gesundheitsminister Rauch gehört, der hat davon gesprochen, dass die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Österreich nur eine Frage der Zeit sei. Und ja, davon bin ich überzeugt. Wenn wir es nicht schaffen, Alexander Van der Bellen in eine Stichwahl zu bringen, dann wird dieses Corona-System schneller wieder zurück sein, als uns lieb ist, dann werden wir Montag oder Dienstag, und da wette ich drauf, natürlich mit einer Wiedereinführung der Maskenpflicht konfrontiert sein und dann geht alles weiter wie vorher. Genau deswegen, ganz, ganz wichtig, Stichwahl erreichen und Walter Rosenkranz natürlich im zweiten Wahlgang zum Bundespräsidenten wählen, damit dieser Pflock einmal ausgerissen ist. Ein zweiter wesentlicher Grund, warum man Alexander Van der Bellen nicht in dieses Amt wählen kann, ist auch jener, dass er schlicht und ergreifend den Eindruck macht, als ob er für dieses Amt nicht mehr geeignet wäre. Wir erinnern uns alle an diese eigenartige Diskussion auf OE24 vor wenigen Tagen, wo im Interview mit Niki Fellner und Isabel Daniel einen mehr als verwirrten Eindruck gemacht hat, wo er gewissen Dingen einfach nicht mehr folgen konnte, wo er immer wieder ins Stocken geraten ist, während er gesprochen hat und wo er eigentlich auch nicht einmal gewusst hat, welche Maßnahmen die Regierung gegen die Teuerung schon umgesetzt hat oder noch in Umsetzung begriffen ist oder vielleicht erst plant umzusetzen. Also alles in allem ein sehr, sehr eigenartiger Auftritt, der mich sehr, sehr stark an den US-Präsidenten Joe Biden erinnert. Also auch hier werde ich ein paar Sequenzen davon einspielen. Nicht unbedingt eine Empfehlung dafür, dass man dieses Amt mit seinen vollen Kräften ausfüllen kann. Ja, es gibt schon das Jammern auf hohem Niveau, wenn man jetzt vergleicht die Situation der Menschen in der Ukraine mit der Situation bei uns zum Beispiel. Ne? Dort geht es um Leben und Tod. Hier geht es darum, werden wir genug heizen können im Winter und kriegt die Föst genügend Energie für die Stahlproduktion. Ich bin ja nicht der Oberkontrolleur der Bundesregierung. Ja. Alexander Van der Bellen hat ja immer von der Würde des Amtes gesprochen und das ja aus Grund dafür hergenommen, dass er nicht mit seinen Mitbewerbern diskutieren kann, weil das die Würde des Amtes nicht zulassen würde. Aber wenn man sich anschaut, was er gemacht hat, welche eigenartigen Videos er produziert hat, wo er irgendwelche Dialektansprachen gemacht hat oder wo er auf TikTok sehr, sehr eigenartige Videos veröffentlicht hat, müsste man doch nochmal die Frage stellen, wie es da jetzt aussieht mit der Würde des Amtes. Also ich halte dieses sich weigern, dagegen mit anderen Kandidaten zu sprechen, schlicht und ergreifend für eine Schutzaktion des Teams rund um den Bundespräsidenten, für den amtierenden Präsidenten, einfach deswegen, dass man nicht sieht, wie schlecht er wirklich besammen ist und genau deswegen hat man darauf verzichtet zu diskutieren und setzt eher auf sehr, sehr zweifelhafte Videos in sozialen Medien.
die sich im Übrigen auch von selbst richten. Eines nehme ich dem amtierenden Bundespräsidenten und seinem Wahlkampfteam vom letzten Mal tatsächlich sehr, sehr übel, und zwar war das dieses Fake-Video von der Frau Gertrude. Wir erinnern uns, im Finale des letzten Wahlkampfes, als es sozusagen zur Neuaustragung der Stichwahl gekommen ist, ist plötzlich ein Video von einer gewissen Frau Gertrude aufgetaucht, die an die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte erinnert hat und ja, eigentlich den Rückschluss gezogen hat, wenn Norbert Hofer damals unser Kandidat Bundespräsident wäre, dann würden diese Zeiten wieder kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein ganz, ganz mieser Trick, der hier angewendet worden ist und ein ganz, ganz tiefer Griff in den Schmutzkübel, den man so nicht stehen lassen kann. Warum sage ich das? Ganz einfach deswegen, weil sich herausgestellt hat, dass diese Frau Gertrude gar keine echte Zeitzeugin war, sondern sie war eine Schauspielerin, die dort einen Werbeclip gedreht hat, einen Werbeclip, der schlussendlich dann sogar auch mit einem Werbepreis ausgezeichnet worden ist. Also da sieht man schon, auf welcher Ebene die Grünen und ihre Freunde operieren. Fake News zu erzeugen, gehört offensichtlich dort zum Standard. Van der Bellen muss es gewusst haben, dass es sich hier um ein Fake-Video gehandelt hat, dass man hier mit Gefühlen und mit Ängsten von Menschen gespielt hat, wie man es eigentlich nicht einmal ansatzweise machen darf. Und ja, das sollte man sich einfach merken. Der Präsident hat schlussendlich schon seine erste Präsidentschaft mit einem Fake-Video begonnen. Das muss man ganz klar sagen. Ein richtiger Aufreger ist in diesen Tagen, wo Irans Frauen gegen das Kopftuch demonstrieren und übrigens grüne Politikerinnen sich gerne mit Selfies auf derartigen Demonstrationen ablichten. Also da ist es besonders interessant, dass der Herr Bundespräsident, wie ich dann gleich einspielen werde, vor wenigen Jahren noch davon gesprochen hat, dass wir selbst einmal unsere Frauen bitten werden müssen, ein Kopftuch zu tragen aus Solidarität mit islamischen Frauen, die das aus religiösen Gründen tun. Also nicht vergessen, der Herr Bundespräsident ist Fraktion Kopftuch. Die Fraktion Kopftuch ist der radikale Islam. Und das ist, glaube ich, wieder mal ein Punkt, wo man sagen muss, dieser Mann ist für dieses Amt gar nicht geeignet. Es ist Recht der Frau, sich zu kleiden, wie auch immer sie möchte. Das ist meine Meinung dazu. Im Übrigen nicht nur muslimische Frauen, jede Frau kann ein Kopftuch tragen. Und wenn das so weitergeht, und damit bin ich schon bei der nächsten Frage, bei dieser tatsächlich um sich greifenden Islamophobie, wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten müssen, ein Kopftuch zu tragen. Alle. Als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun. Erschrocken bin ich im Zusammenhang mit der Eröffnungsrede zu den Salzburger Festspielen in diesem Jahr, als der Herr Bundespräsident über eine Viertelstunde über den Ukraine-Russland-Konflikt schwadroniert hat und schlussendlich nicht einmal davor zurückgeschreckt hat, Menschen, die die Sanktionen gegen Russland kritisch hinterfragen, als Menschen zu bezeichnen, die mit dem Russen bzw. mit dem russischen Präsidenten Putin kollaborieren. Also wenn man sich den Begriff der Kollaboration ansieht und wenn man weiß, in welchem Kontext er immer wieder verwendet wird, vor allem auch im Zusammenhang mit kriegerischen Handlungen, dann weiß man, welche Strafe Kollaborateuren immer wiederum gedroht hat. Und ich würde sagen, das ist alles andere als ein lustiger Begriff. Und seine eigene Bevölkerung, denn es sprechen sich mittlerweile die Mehrheit der Österreicher gegen die Sanktionen aus, als Kollaborateure zu bezeichnen oder zumindest als Personen, die mit den Russen kollaborieren, halte ich für ein starkes Stück. Wieder mal ein Punkt Abzug beim Herrn Bundespräsidenten. Ein Grund mehr dafür, Walter Rosenkranz, aber ganz, ganz sicherlich nicht den verkappten Kommunisten Van der Bellen zu wählen. All jene, die jetzt insgeheim oder ganz ungeniert mit den Interessen Putins sympathisieren oder tatsächlich oder vermeintlich mit ihm kollaborieren, gefährden unseren Zusammenhalt. Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Und das ist eine uralte Despotenweisheit. Divide et impera, teile und herrsche. Im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre hat der Bundespräsident ja davon gesprochen, dass, oder das berühmte Zitat geprägt, so sind wir nicht. Er hat damals auf die Ibiza-Affäre verwiesen und ja, irgendwie unterschwellig gemeint, dass Österreich nicht korrupt sei und dass man uns unter unserem Wert schlägt und so weiter. Fakt ist aber, dass der Herr Bundespräsident eine Bundesregierung am Leben erhalten hat mit zig Benennungen von Ministern, mit zig Umbesetzungen.
das mehr als korrupt ist. Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss hat herausgearbeitet, dass zumindest 13 bis 14 Spitzenpolitiker der ÖVP mit Ermittlungen durch die Behörden konfrontiert sind und dass es hier um alles andere als um Kleinigkeiten geht. Das muss man ganz klar sagen. Der Herr Bundespräsident war derjenige, der dieser Regierung immer wieder das Leben gerettet hat, weil er bei jeder Umbildung mitgegangen ist. Und da muss man doch noch einen Griff zurück machen, und zwar auf die Zeit nach dem Ibiza-Video. Denn auch da hat der Herr Bundespräsident, der übrigens vollumfänglich schon in der Woche vor dem Erscheinen des Ibiza-Videos über dieses Video informiert gewesen ist, aber nach Zerbrechen der schwarz-blauen Regierung hat der Herr Bundespräsident Folgendes gemacht. Er hat, ohne mit den einzelnen Parlamentsparteien zu sprechen, eine ÖVP-Alleinregierung angelobt. Eine ÖVP-Alleinregierung, die bekanntermaßen aber nicht über die Mehrheit im österreichischen Parlament verfügt hat. Genau deswegen wurde diese Regierung wenige Tage nach der Angelobung auch schon wieder aus dem Amt gejagt und mit einem Misstrauensantrag bedacht. Und da stelle ich mir schon die Frage, was ist das für ein gewissenhaftes Staatsoberhaupt, dass eine Regierung einfach so aufs schöne Gesicht hin angelobt, ohne sich davon zu überzeugen, ob diese Regierung hält, ohne sich davon zu überzeugen, ob diese Regierung in der Lage ist, ein Budget im Parlament zu verabschieden oder generell mehrheitliche Gesetze. Also das heißt, der Bundespräsident hat mit dieser Angelobung nicht dafür gesorgt, dass Österreich in ruhigere Fahrwässer kommt, sondern dass die Lage weitgehend eskaliert. Er hat Öl ins Feuer gegossen, was danach gefolgt ist, wissen wir. Nach dem Rauswurf der ÖVP-Alleinregierung ist das Expertenkabinett gekommen und danach sehr bald schon Neuwahlen. Die Neuwahlen, die haben eines mit sich gebracht, und zwar, sie haben die Grünen, die eigentlich aus dem Parlament draußen waren, wieder ins Parlament hineingespült, und nicht nur das, nein, sie sind sogar in die Regierung gewählt worden. Und das war ein Plan des Herrn Bundespräsidenten, und dafür hat er sein Amt einfach ausgenützt. Wenn man jetzt bösartig wäre und wenn man Vokabeln wie Kollaboration und so weiter auch zurückgeben möchte, dann müsste man eigentlich davon sprechen, dass der Bundespräsident bei einem Putsch beteiligt war. Nutznießer dieses Putsches natürlich Sebastian Kurz und seine Freunde, sowie die Freunde von Alexander Van der Bellen, nämlich jene rund um Stiege Maurer und Werner Kogler. Dass der Bundespräsident ein Mitspieler dieser Gruppe rund um Sebastian Kurz und natürlich auch seinen ehemaligen Grünen gewesen ist, das hat sich auch im Untersuchungsausschuss gezeigt, als Gernot Blümel sich geweigert hat, Akten in den Untersuchungsausschuss zu liefern und sich diese Lieferung einfach blockiert hat. Erst ein Weg zum Verfassungsgerichtshof hat uns die Möglichkeit gegeben, durch den Bundespräsidenten Exekution führen zu lassen, das heißt, diese Akten sicher zu stellen. Einzig der Herr Bundespräsident hat in der Pendeluhr geschlafen. Er hat es dabei bewenden lassen, am Beginn einmal, als er diesen Exekutionstitel schon hatte, einfach nur eine Pressekonferenz zu machen und dem Herrn Blümel ein kleines Tutu zu geben, und hat gehofft, dass sich damit irgendetwas in der Situation verbessern wird. Das war natürlich naturgemäß nicht der Fall, weshalb wir den Herrn Bundespräsidenten noch einmal aufgefordert haben, hier endlich tätig zu werden. Schlussendlich war es so, dass sich der Bundespräsident so viel Zeit gelassen hat, diese Akten einzutreiben, dass wir keine Untersuchungsausschusstermine mehr hatten. Das heißt also, die Sicherstellung dieser Akten ist erst zu einem Zeitpunkt erfolgt, wo wir gar niemanden mehr dazu befragen konnten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber just zu dem Zeitpunkt, wo der Herr Bundespräsident diese Aktenlieferung mitverzögert hat, obwohl es seine Verantwortung gewesen wäre, dafür zu sorgen, dass diese Akten kommen, just zu diesem Zeitpunkt ist ein gewisser Wolfgang Sobotka auf OE24TV aufgetreten und hat Folgendes gesagt: Ich könnte mir schon vorstellen, den Herrn Van der Bellen bei der Wiederwahl zu unterstützen. Also das heißt, die Wahlempfehlung der ÖVP ist auf den Fuß gefolgt, sozusagen als Dankeschön für entsprechende Dienste. Abschließend sieht man also, aus welchem Holz Alexander Van der Bellen geschnitzt ist, was er bereit ist zu tun für seine linken Freunde, was er bereit ist zu tun fürs Establishment, was er schon getan hat im Zusammenhang mit der Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten. Das beschränkt sich ja jetzt nicht nur auf die Corona-Krise, sondern natürlich auch auf die bevorstehende Klimageschichte, die uns wiederum genau in diesen Bereichen treffen wird. Also alles das sind Punkte, warum dieser Mann nicht wählbar ist. Dazu kommt noch der Umstand, dass er ganz offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, dieses Amt auszuführen. Wir haben ja seinen Auftritt bei OE24TV gesehen. Wer also nicht möchte, dass dieses Land weiter in einen
Staat verwandelt wird, der auf Grund- und Freiheitsrechte pfeift, dass es ein Land ist, das weiterhin demokratisch rückgebaut wird durch linke Extremisten, wie es eben die Grünen sind, dem bleibt de facto nur eine Wahl. Morgen sollte man jedenfalls Dr. Walter Rosenkranz für dieses Amt in der Hofburg wählen. Die wichtigste Aufgabe am morgigen Tag ist, eine Stichwahl zu erreichen und schlussendlich dann im zweiten Wahlgang auch diesen Grünen, ja, ich möchte schon fast sagen, Chaoten, diese Hofburg wieder zu entreißen. Denn wir haben gesehen, was in den letzten 6 Jahren passiert ist. Dieses Land ist nicht mehr wiederzuerkennen. Genau deswegen sollten wir uns unser Österreich zurückholen. Der beste Mann dafür, Dr. Walter Rosenkranz.